Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Domekeeper. Ja, was hatten wir in der letzten Folge für eine Herzschlagentscheidung? Das ging ja gerade nochmal gut aus für uns im Prestige-Modus und dadurch konnten wir natürlich auch etwas Neues freispielen. Und das werden wir jetzt tatsächlich dann auch mal anwenden, und zwar den Endlos-Modus. Weder Zeit noch Ressourcenbegrenzung für sehr lange Läufe, was ich sehr, sehr cool finde. Das könnte nämlich wirklich dazu führen, dass wir endlich mal alles aufrüsten können, was es da gibt. Zumindest lege ich es ein bisschen darauf an. Wir müssen dann natürlich auch, damit wir stark genug sind, die Monster zu bekämpfen, unsere Waffen voll aufrüsten und vermutlich auch alle, je nachdem. Und wir werden den Run wahrscheinlich unterbrechen müssen, weil er so lang werden wird, werde ich zwischendurch mal aufhören müssen. Aber wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, Runs zu unterbrechen und die dann beim nächsten Mal einfach weiterzumachen. Das ist für uns natürlich genau das Richtige. Jetzt werden wir erstmal hier, wie immer, den Beginn der Karte machen. Und wir sehen hier schon sehr, sehr schön direkt ein Goldvorkommen und direkt ein Kobaltvorkommen. Und die brauchen wir natürlich auch. So, jetzt gehen wir hier weiter runter. Wasser dürfte demnächst vielleicht auch mal folgen. Und dann mal sehen. Also auch hier scheint es so zu sein, dass wir pro Welle, die wir besiegen, nur ein Prestige kriegen. Das ist natürlich wenig, aber man kann den Counter natürlich auch hochballern. Ich habe den endlosen Modus jetzt aber auch so verstanden, dass die Höhle dann relativ tief sein dürfte. Wenn sie nicht tief ist, dann bringt uns der endlose Modus natürlich auch nicht viel, weil wir dann ja irgendwann sowieso keine Ressourcen mehr haben. Und das ist dann spätestens irgendwie nach anderthalb Stunden auch der Fall. Und da muss man dann gucken, wie sinnvoll das ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass sie das mit berücksichtigt haben und dass es deswegen schon ganz klug ist. So, was machen wir denn hier mal als erstes? Wir machen die Strukturanzeige, das Inventar, dann machen wir noch die Feindanzeige und den Wellenzähler direkt mit dran. Man könnte die Härtung auch mit direkt dran nehmen. Ja, das ist doch mal ganz gut. Und Basisprestige, die Welle, können wir auch direkt mal erhöhen. Wenn wir schon mal dabei sind. So, wir brauchen ein bisschen mehr Gold. Graben wir erstmal ein bisschen runter. Wir wissen ja, dass das Erste, was wir an Höhlen finden werden, uns den Ressourcenfinder bringen wird. Und den Ressourcenfinder brauchen wir ganz dringend, wenn wir Erfolg haben wollen hier. Okay. Direkt mal unseren Laser. I'm a firing laser. Nice. So, gehen wir runter. Da haben wir nämlich auch direkt jetzt mal Gold gefunden. Wir machen mal so. Verstehe. So. Und die mal direkt hier reingegeben. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir brauchen direkt, so schnell es geht, eine weitere Sphäre. Vielleicht sogar zwei. Ja, dann haben wir jetzt insgesamt vier Stück, glaube ich. Oder drei. Auf jeden Fall deutlich mehr. Und die brauchen wir auch, um hier besser voranzukommen. So, die holen wir uns jetzt mal. Das ist ein Wasser. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber auch besser als kein Wasser. Was, bist du dir da sicher, Waldes? Ich glaube ja, als ich das nächste Mal nachgezählt hatte, das letzte Mal, da war es noch genauso. Insofern... Das wird wieder ein bisschen Gold sein. Brauchen wir auch. Und dann würde ich nämlich versuchen, demnächst... Wobei, eigentlich brauchen wir... Ja, streng genommen lohnt es sich jetzt noch nicht, unsere Waffen auch abzugraden. Das sollten wir vielleicht noch lassen. Das Wichtigere gerade ist eigentlich, dass wir schneller durch die Minen kommen. Der Kompressionsabbau, den darf man nicht unterschätzen. Die Geschwindigkeit ab einem bestimmten Punkt natürlich auch nicht. Da haben wir Kobalt... Mehr wird hier nicht zu finden sein. Dann machen wir nochmal so. Da haben wir Wasser, das ist gut. Wow, und ich nehme direkt Volley und schieße ihn weiter durch. Das Höhlensystem. So, die landen auf jeden Fall da, wo sie landen sollen. Zweimal Wasser nehme ich auch gerne. So, und hier kann man jetzt eigentlich mal den machen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben.
So, was verbessern wir als nächstes? Ich würde sagen, wir verbessern den Kompressionsabbau und können hier oben jetzt schon mal Basis-Prestige-Welle nochmal erhöhen. Ja, das ist hier nicht zu unterschätzen, dieser breitere Gang einfach. Den brauchen wir schon. Und gerade haben wir noch die Ruhe und die Möglichkeit, das zu tun. Später könnte es eventuell schwieriger werden. So, jetzt haben wir da auch wieder Gold. Oh no! Das gefällt mir gar nicht. Vom allem macht das Ding jetzt Schaden. Gut. Da drüben haben wir Gold. Ja, der Kompressionsabbau hilft aber schon. Hilft schon ungemein. So, wie weit geht es hier noch und was finden wir hier alles noch? Wir haben hier 7 weitere Eisen. Man ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits will man natürlich auch den Prestige-Counter höher treiben, indem man halt zum Beispiel jetzt auch Eisen hier einsetzen würde. Andererseits möchte man natürlich aber auch seine Ausgangsposition verbessern und ich würde, glaube ich, jetzt schon mal auf die Geschwindigkeit gehen. Und ansonsten habe ich ja noch gar nicht viele Möglichkeiten, was ich jetzt sonst noch machen könnte. Dann können wir eigentlich einmal hier Basis-Prestige-Welle erhöhen. Aber ich will es damit eigentlich nicht übertreiben. Zumindest jetzt zum Start nicht. Das wäre sonst, glaube ich, nicht so das Richtige. Wasser und Kobalt. Gut. Na komm. Gut. Du kommst auch mit. Schnell. Kommt ihr noch rechtzeitig? Jo, ihr kommt noch rechtzeitig. Holen wir uns zuerst die beiden. Das Gute ist, da es hier viel Kobalt gibt, beziehungsweise wir überhaupt Kobalt sammeln können, bedeutet das natürlich auch, dass wir ein bisschen Schaden in Kauf nehmen können. Wir können ihn ja eh heilen. So, 5 Kobalt haben wir nicht. Wir könnten jetzt aber hier zum Beispiel sagen, Prestige je Wellenmultiplikator. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir könnten es theoretisch nochmal machen. Gut. Mit einem Gold können wir nichts anfangen. Das Wasser würde ich jetzt auch erstmal so stehen lassen. Wir nutzen das nachher nämlich auch, um unser Schild hier zu verbessern. Da ist Gold. Da ist sogar reichlich Gold. Da ist Kobalt wieder. Und Wasser sogar. Cool. So, hier kommt mal alle mit. Haben wir alle an Bord? Jo. Auf jeden Fall eine gute Ressourcenquelle. So, hier müssen wir ein bisschen mehr Platz schaffen. Könnte hier in der Nähe irgendwo vielleicht die erste Kammer sein? Wir graben uns mal ein bisschen durch. Ja, es dauert so lange. Okay, es sind Fliegende. 3 Fliegende. Ich wollte gerade sagen, die kommen ja sowieso auf meine Seite. War's das? Das war's. Okay, was können wir verbessern? Wir müssen jetzt langsam mal an unsere Waffe denken. Ich würde sagen, wir verbessern die Energie des Lasers. Kobalt schicken. Ja, damit wir ein bisschen mehr Prestige kriegen. So, wir gehen aber weiter hier nach rechts. Wir werden uns erstmal hier um diese Ecke kümmern.
wie gesagt, keine Ahnung, ob hier früher oder später eine Kammer kommt. Es sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir vielleicht doch erstmal jetzt wieder in die Richtung. Wir wissen, dass irgendwo eine Kammer auf uns wartet. Wir wissen nur nicht, wo genau. Da unten ist... Ah ja, das ist wieder das. Nehmen wir Gold. Wasser. Und Kobalt. Also die Rohstoffvorkommen und so, die man hier findet, die sind doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, insgesamt wird das sehr spaßig werden. Kommt ihr alle hoch? Die hängen da fest, das gibt's doch nicht. Die hängen hier wirklich irgendwie fest, ganz merkwürdig. Ich glaube, die können wir mehr oder weniger ignorieren. Ich würde sie jetzt tatsächlich ignorieren. Und den Grundschaden der Sphären erhöhen. Ja, passt für mich. Wie viel kriegen wir insgesamt? 5. Was können wir mit 5 machen? Wir könnten die Struktur erhöhen. Oder ein Laservisier, weiß nicht. Wir könnten auch die Schildstärke erhöhen. Das finde ich gar nicht schlecht. Okay, dann machen wir das erstmal so. Ich würde jetzt langsam aber auch gerne mal eine Kammer finden. Graben wir uns mal ein bisschen nach unten. Da ist die erste Kammer. Gut. Und da wir die Grundstärke unserer Sphären erhöht haben, geht das ja auch deutlich besser von der Hand. Okay, die haben wir gerade so abfangen können. Das ist ja witzig, dass wir hier jetzt so eine Art Auffanghaken hatten. So, wir machen natürlich den Ressourcenfinder. Alles andere wäre auch Wahnsinn. Aktuell wird ja nur Gold gefunden, aber wir werden das Ganze ändern. So, hier ist nichts zu finden. Hier unten auch nicht. Zumindest schlägt da nichts mehr aus. Wir werden jetzt eh nochmal nach oben gehen und kämpfen. Erledigt. 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 Ja, 20 Punkte bringt uns das Ganze jetzt. So, graben wir uns ein bisschen nach unten vor. Hier soll sowieso demnächst Gold kommen. Ich sag immer noch Gold, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, ne? Das nervt schon ein wenig. Es ist Eisen. Es ist kein Gold. Was machen wir damit? Wir verbessern auf jeden Fall hier unten das Teil. Und zwar brauchen wir den Wasserfinder und das Kammermessgerät. Die nächste Kammer brauchen wir ganz dringend für, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, den Aufzug. So, hier ist irgendwo Wasser da. 2 Stück, das ist jetzt nicht verkehrt. Wenn wir den Aufzug haben, können wir nämlich einfach hier jeweils immer in den Aufzug ballern, das kennt ihr ja schon. Warte mal. Mit dem Wasser können wir hier jetzt, glaube ich... Genau, wir können die Reichweite verbessern. Und jetzt müssen wir im Prinzip auch schon wieder den nächsten Kampf machen.
Es geht immer so schnell. So, von wo kommen sie? Von da. Zwei Stück. Drei Stück. Weg. 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 Und der erste von denen. Wow, wir haben ihn sogar down gekriegt, bevor er schießen konnte. Das ist selten. Und wie gesagt, das bringt halt 20 Punkte, weil wir den Multiplikator schon nach oben getrieben haben. Das wiederum ist auch ganz cool und ziemlich wichtig, glaube ich. So, ballern wir uns mal hier ein bisschen vor. Noch ist es nicht besonders schwer, hier durch die verschiedenen Schichten zu kommen, aber das wird vermutlich schwerer werden. Da, guck mal, was wir da sehen. So, eine Kammer ist hier auch in der Nähe. Wobei, das muss ja nicht heißen, dass wir da tatsächlich hier so einen Mikrochip finden. Das kann auch eine andere Kammer sein. Das kann auch eine Kammer sein, die uns hier diese verbesserte Sicht gewährt. So, jetzt müssen wir gucken, was wir damit verbessern. Ich würde auf jeden Fall einmal wenigstens auf Geschwindigkeit hier gehen. Und dann haben wir noch 5. Mit 5 könnte man nichts machen. Hier auch nicht. Man könnte die Unverwundbarkeit... Nee, könnte man nicht. 5 könnte man hier oben reintun. Aber ich denke, ich mache das und... Nee, für den Anfang ist es noch zu wichtig, dass wir unser Gold so haben. Da sind sie schon. Aber ich habe ja Gott sei Dank die Geschwindigkeit erhöht. Was bedeutet, dass wir mit unserem Laser deutlich schneller vorwärts kommen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Nein, nein, ich nehme diese Runde keinen Schaden mehr. Wenn ich mir eine Sache vorgenommen habe, dann diese. Du stehst mir im Weg. So, gut. Wir kriegen jetzt 25 Punkte pro Welle, die wir überleben. Aktuell. Und wir können davon ausgehen, dass es noch deutlich mehr wird. So, hier in der Nähe ist auch noch irgendwo Gold. Da holen wir uns dieses Gold. Drei, sechs, das ist neun. No. Gib mir das Wasser. Na, waren die jetzt irgendwie markiert? Ich glaube, die waren markiert. Rein da, alle. So, was kaufen wir davon? Können wir davon zum Beispiel den Schaden der Sphären weiter erhöhen? Ja, wir können uns aber auch einfach mehr Sphären geben. Wir haben jetzt... Okay, wir haben 11. Das ist ärgerlich. Das ist sogar sehr ärgerlich. Wir können die Geschwindigkeit noch weiter erhöhen unseres Lasers. Die Frage ist, brauchen wir das gerade? Wir machen mal... Wir erhöhen den Schaden weiter. Wobei, das ist... Nein, wir brauchen mehr Sphären. So. Dann müssen wir noch weiter den Multiplikator erhöhen. Und wir machen mal den adaptiven Wellenwarner. Der sagt dann nämlich rechtzeitig Bescheid. Das kennt ihr ja. Im Grunde können wir gleich hier bleiben. Machen wir uns schon mal für den Kampf bereit. Aktuell reicht die Stärke unserer Waffen aus.
Sehr gut. Weiter geht's. Jetzt kriegen wir 30 Punkte, Punkte pro Welle, die wir überleben. So, hier haben wir Wasser. Problem ist, dass ich die halt alle gerade noch so nach oben bringen muss, weil nur dann gewährleistet ist, dass sie überhaupt da ankommen. Uns fehlt der Aufzug. Ist da unten eine Kammer. Jo. So, wir brauchen zwei hierfür. Bringt ihr jetzt schon was? Ah ja. Na wunderbar, das ist genau das, was wir wollten. So, der Wellenwarner ist jetzt adaptiv, das heißt, er warnt uns vorher schon. Und sagt, hey, wenn ihr jetzt nicht zurückfahrt, dann schafft ihr es auch nicht mehr rechtzeitig. Natürlich hören wir so halb auf ihn. Wir werden aber schon angegriffen. Das ist natürlich... Oh, oh. Okay. Blöd. Sehr blöd. Und das sind zwei davon. Die machen Schaden. Die machen ordentlich Schaden. Diese Muskelsörens, die hauen halt richtig kräftig drauf. Wir müssen auf jeden Fall demnächst die Stärke unseres Lasers erhöhen oder die oder die Geschwindigkeit. Können wir das noch mehr erweitern? Fällt mir gerade auf. Nee, okay, wir haben das schon. So, das ganze Wasser, das nehmen wir jetzt alles mit. Das war übrigens die Kammer, die wir gespürt haben. Das war jetzt gar nicht der nächste Mikrochip. Was grundsätzlich gerade eher ein Problem ist. Weil, wie gesagt, wir brauchen den verkackten Aufzug. Wenn wir den nicht demnächst kriegen... Dann sehe ich hier ein Stück weit schwarz. Ha! Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Und wie gesagt, wir wissen ja zum Glück, was das ist. Wir haben die Reihenfolge festgelegt. Es ist also... Es ist der Aufzug. So, jetzt ist alles da und wir nehmen natürlich den Aufzug und wir verbessern, wie könnte es anders sein, die Stärke unseres Lasers. Wir haben so viel Wasser, ne? So. Als nächstes brauchen wir dann unsere Verteidigung. Also wir brauchen dringend den Betäubungslaser. Also erstmal machen wir hier natürlich den. So, und jetzt haben wir den Aufzug. Das ist schon mal wirklich absolut Gold wert. Und den müssen wir natürlich so hier rankriegen, dass er ganz nach unten geht. Oder zumindest so weit, wie wir halt schon gegraben haben. So... Wir selbst gehen jetzt hier weiter.
Kann ich von hier aus schon schießen und der kommt zum... Oh, kommt er. Wunderbar. Da unten ist noch mehr Gold. Und das ist halt genau der Status, den oder das Stadium, das ich haben wollte. Das sorgt jetzt dafür, dass wir halt, ohne lange nach Hause gehen zu müssen, schon mal unsere Ressourcen einfach irgendwo hinschießen können und dann genau wissen, okay, die kommen halt da an, wo sie ankommen sollen. Früher oder später. Die nehmen wir alle mit. Alle nach oben, Leute. So, dann seid ihr schon mal da. Und wir flitzen. Wir flitzen aber sowas von. Höh. War das die Welle? Ich glaube, das war die Welle. Ja, perfekt. Ja, nun guckt euch doch mal an, wie viel das ist. Das kommt jetzt alles nach oben. So, hier müssen wir die Wege ein bisschen freischaufeln, denn wie gesagt, wir wollen ja den Aufzug auch weiter nach unten bringen. Das Kobalt kommt gerade wie gerufen, oder der Kobalt. Der fliegt auch zum Aufzug. Hatten wir hier unten noch was? Ja, da war noch mehr Gold, aber vielleicht müssen wir auch erstmal hier nochmal weiter. Hier ist irgendwo Wasser. Wie wir wissen, brauchen wir auch Wasser. Ah ja, da ist auch noch Kobalt. Und wie gesagt, irgendwo auch noch Wasser. Da. Die nehme ich direkt mit. So, er warnt uns und sagt uns, ey, geht mal nach Hause, sonst schafft ihr es nicht mehr. Dann tue ich das auch. Und hier hängt das ganze Gold. Das werden wir jetzt alles nach oben katapultieren. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt noch schön, bevor die nächste Welle kommt, aufrüsten. Uns überlegen, was wir machen. Ich würde sagen, wir erhöhen die Geschwindigkeit des Lasers. Wir erhöhen unsere Schildstärke. Und von dem Rest können wir den Kobaltaufspürer hier unten noch machen vielleicht. Kobaltfinder können wir nicht. Wir könnten aber den Wächteraufzug machen. Jetzt haben wir noch einen Kobalt. Davon könnten wir zum Beispiel... Es wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir davon einmal reparieren. Und was haben wir jetzt hier? Zentrumsmarkierung. Bündelgeschwindigkeit. Mittelsäulenmarkierung. Lässt direkt unter der Kuppel eine Markierung erscheinen. Okay. Ne, das sparen wir uns, glaube ich, das Gold. Jupp. Ah, da kommt sogar noch Kobalt. Nice. So, los geht's. Nicht die Verkackten. Das war schon? Das war schon. Aber man muss sagen, die sind verdammt stark, die Viecher. So, eine Welle bringt jetzt mittlerweile 42. Wir graben tiefer. Denn wir müssen. Hier scheint aber gerade nichts mehr zu finden zu sein irgendwie. Wir haben diesen Abschnitt wohl relativ gut abgegrast. Dann graben wir mal so hier einen Seitenschacht. Gut. So, da ist wieder eine Sphäre ready. Die können wir so schießen.
Dann wird nämlich auch schön unser Aufzug weiter nach unten kommen. Hier ist sonst komischerweise nichts mehr. Also zumindest wird nichts erkannt. Das ist irgendwie merkwürdig. Hier soll auch nichts mehr sein. Naja, gut. Schnell nach oben. Ja, der adaptive Wellenwarner, der passt auf jeden Fall. Und der soll ja wohl auch zuverlässiger sein, je häufiger man... Oder je länger er läuft, je häufiger er dauert sozusagen. Oh. So, auch den haben wir überlebt. Und wir haben ja Gott sei Dank noch zweimal Kobalt, falls wir Probleme kriegen. Alles muss raus, alles muss weg. Da unten ist noch Kobalt. Und die nächste Gesteinsschicht. Dreimal Kobalt. Damit könnten wir hier die Härtung machen. Das führt, glaube ich, zum Aufzug. Irgendwann. Ist hier ansonsten nichts mehr? Wasser ist hier noch irgendwo. Ich kann mir das nie so vorstellen, dass hier nichts mehr sein soll. Da unten. Ja, so langsam ist das Problem, dass wir auch mal wieder unsere Bergbaufertigkeiten verbessern sollten. Führt das zum Aufzug? Yes. Zieht sie mit rein, zieht sie alle mit rein, alle nach oben. Oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns verdammt beeilen, 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 beeilen. Wir haben sie. Au. Oh no, 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 no. Verbesserung. Wir müssen auf jeden Fall reparieren, sonst sind wir gleich weg. Okay, krass. So, was machen wir? Wir müssen... Wir brauchen Schaden. 90. Wir haben noch nie den Doppellaser gemacht, aber ich glaube, das ist auch schwierig. Ehrlich gesagt. So, wie sieht's denn mit unserer Bergbaufähigkeit aus? Mit 12 kann man aber auch nicht so viel machen. Ich meine, klar, wir können unsere Geschwindigkeit erhöhen. Und wir könnten hier unten vielleicht noch eine Kugel dazu nehmen. Ja, Quatsch. Können wir nicht, weil wir kein Wasser haben. Was wir aber auf jeden Fall machen sollten, ist einmal reparieren. Ich meine, es kommen ja noch Ressourcen hier zu. Wir haben ja einiges noch hier drin. Hier ist ein bisschen Gold noch. Okay, hier ist auch noch Gold, das ist gut. Wasser. Wir brauchen auch Wasser. Da ganz hinten ist auch noch Gold. Da hatten wir einen offenbar nicht zu Ende abgebaut. So, den wollte ich schon mal in die Richtung hier schicken.
baut weiter ab. Wir bräuchten eine weitere Kammer. Wir bräuchten dringend eine weitere Kammer. Kriegen wir die noch rechtzeitig? Ja. Gut, die kriegen wir noch rechtzeitig. Ja, sie sind alle drin. Perfekt. So, wir wollen mal gucken, für wie viel das reicht. Eventuell reicht es ja sogar für eine Verbesserung. 16, 17, wir haben 20. Können wir mit 20 was verbessern? Wir könnten die Geschwindigkeit noch erhöhen. Schneller geht's dann nicht mehr. Ja, so ist er auf jeden Fall super schnell, das ist schon ganz gut. So, weiter geht's. Wir können immer noch keinen Kobalt aufspüren. Ich brauche hier den Durchbruch, das macht mich nervös. Das muss alles weg. So, das ist jetzt auch alles weg. Perfekt, das muss auch weg. Hier ist aber nichts mehr, ne? Hier ist keine Kammer und nichts. Das kann auch nicht sein. Wir müssen auch noch irgendwo hier eine Kammer finden. Hier ist auch noch Gold, das wirst du sein. Ja, das bist du. Schwupp. Mögest du irgendwann zum Aufzug finden. Hier ist irgendwo Wasser. Und Kobalt. Wie gesagt, Kobalt sehe ich ja nie. So, da kommt wieder was. Da ist Wasser. Komm, das Wasser müssen wir noch mitkriegen. Jo, so, was können wir mit dem Wasser machen? Können wir damit zum Beispiel... Ja, wir könnten den Kobaltfinder machen. Oder die Reichweite. Wir brauchen den Kobaltfinder. Okay, also noch hält unser Schild sogar. Okay, perfekt. Perfekt. So, wir müssen weiter nach unten. Wir brauchen verdammt nochmal eine nächste Kammer. Wir müssen irgendwo etwas finden. Und da kommt die nächste Schicht. Aber immer noch keine Spur von irgendwelchen Ressourcen.